Es herrscht einfach immer gute Stimmung, wenn die Südoststeirer im Leobner Einkaufscenter LCS zu Gast sind. Denn die Südoststeiermark grüßt wieder mal Leoben, musikalisch mit dem Plöcher Echo, allen voran Bürgermeister Josef Dubona auf der Trompete. Die Region Rackelsburg-Umgebung hat sehr vieles zu bieten. Wir haben einen wunderbaren Weinladen, wir haben die Therme, bei uns gibt es einen wunderschönen Golfplatz, wanderweites Radfahren. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich zu entspannen und sich zu entholen. Und wir sind heute mit dem Klöcher Wein da, Klöcher Traminer, der Wein mit dem Duft der Rose, ganz was Besonderes, würde ich jederzeit empfehlen. Wir freuen uns, dass wir in Leoben heute aufspülen dürfen. Wir machen ein bisschen Musik und ein Schluckerl Wein dazu, das macht immer eine gute Stimmung. Und mit ihm präsentieren sich Winzer mit Weinverkostung sowie das Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Wir sind wieder da mit unserer 10% Wertgutscheinaktion. Wir denken schon rechtzeitig an Weihnachten und unsere Gäste kommen auch gerne in Leoben und besuchen unseren Vitalhotelstand. Mit dabei haben wir die Parktherme, Entspannung pur, Lebensfreude pur, Auszeit in der Parktherme und auch unsere Kulinarikbetriebe wie den Weinbau Grischpül mit den Mangalitzerschweinern oder unsere Weinbauern, die wir auch im Vitalhotel führen, wie den Stefan Müller, den Freddy Klöckl und viele mehr, die uns immer wieder nach Leoben begleiten. Wir haben heute im LCS ein paar Produkte zum Präsentieren. In erster Linie natürlich einen steirischen Junker, aber wir haben natürlich auch die Spezialität als Klöch mit den Klöcher Gewürztraminer, Traubensaft, Weingelee und einen guten Zweigelt und einen Frizzante. Mit dem wollen wir die Gäste heute im LCS erfreuen. Hallo, ich bin die Corinna vom Weingut Grischpül. Und wir dürfen Sie heute herzlich willkommen heißen in der LCS Leoben. Ich habe was Gutes mitgebracht und zwar den neuen Junker 2017. Dann habe ich noch Spezialitäten vom Wollschwein, wie unsere Wollschweinsalami und den Rückenspeck vom Wollschwein. Alles sehr gute Spezialitäten und Delikatessen. Auch natürlich online erhältlich, aber jetzt im Moment könnt ihr das alles bei mir verkosten. Wir haben heute den steirischen Junker dabei. Ist heuer ein Cuvée aus Müller-Thurgau und Muscatella, besonders fruchtig ausgebaut, vom Jahrgang 2017. Weiters haben wir noch mit einem Sauvignon Blanc, einem Gewürztraminer, einen Weißburgunder vom Jahrgang 2016, der zwar ein rarer Jahrgang war, aber ein sehr, sehr guter Jahrgang. Was trinken Sie am liebsten, weiß oder rot? Junker, das ist Junkerzeit, also trinkt man weißen, nicht? Und wie ist das bei Ihnen? Ich habe auch nichts getrunken, ich bin jetzt gekommen. Ich kann den Junker noch nicht beurteilen. Wir haben erst angefangen, ja. Der erste ist schon mal vielversprechend. Ich bin der Sepp Meizern, komme vom Kürbis auf Meizern aus Sicheldorf. Wo haben wir Produkte mit? Kürbiskernel, Kürbiskernel-Likör, ganz einen guten. Dann haben wir Knapperkerne mit. Dann präsentieren wir einen Film über den Kürbisanbau, Kürbisernte, wie der Kürbis wächst. Also mit den paar Sachen sind wir da vertreten. Von der Firma Grischpül drei verschiedene Aufstriche, das heißt einen Leberaufstrich, ein Verhockert oder ein Grammelaufstrich, wird sehr gerne hier angenommen in Leoben und deswegen bringen wir es jedes Jahr immer wieder mit. Eine kleine Kostprobe gefällig, streiche Ihnen ein Brot, wäre das okay? Ja, bitte gern. Sehr beliebt sind Geschenksgutscheine vom Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Mit den Gutscheinen hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten beim Einlösen. Das geht hin von einem Tageseintritt in der Parktherme, Kulinarikfreuden in der Parktherme, aber auch natürlich für Nächtigungen im Vitalhotel. Wir bieten ein sehr umfassendes Angebot auch im Wellness- und Kosmetikbereich an. Das ist unser Kaori-Garten. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Produkte mit der Firma Vinoble aus der Südsteiermark. Aber natürlich auch das Genießen, das Entspannen, das Erholen, die Nächtigung im Vitalhotel und ein herrliches Frühstücksbuffet erleben. Ist ganz bestimmt eine gute Idee, finden Sie nicht auch? Es gibt einen neuen Skipass in der Steiermark. Aus dem Murtaler Skipass wird der Murmürztop-Skipass. Der seit mehr als 20 Jahren bestehende Kartenverbund der Murtaler Skiberge wird jetzt noch größer und attraktiver. Insgesamt 9 Skiberge zwischen Oberem Murtal und Semmering haben sich zum neuen Kartenverbund Murmürztop-Skipass vereint. Duracher Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gahl, Obdach, Salzstiegel, Brebichl und Stulleck.
Der neue Skipass eröffnet somit die Drehkreuze für insgesamt 69 Seilbahnen und Lifte bzw. 208 Kilometer Pisten und Routen. Was versteht man unter goldenen Pisten? Schöne Skipisten sind heute nicht mehr so steil, sind breit, dass die Leute kaufen können. Und das ist eigentlich unser Ding, dass wir immer Pisten fürs Publikum bauen. Unser Verbund hat sich vergrößert in Richtung Mürztal. Das heißt, jetzt ist der Mur-Mürztal-Skipass, also von Stuhleck bis auf die Duracher Höhe, einmal quer durch die Steiermark. Also wir glauben einfach, dass wir mit diesem Produkt durchaus ein Produkt geschaffen haben, was man dem Ennstal entgegenhalten kann. Stuhleck, nah genug für jeden freien Tag. Das Stuhleck bietet über 24 Kilometer täglich frisch präparierte Skipisten, die mit 4 Komfortsesselbahnen und 6 Schleppliften bequem zu erreichen sind. Durch den neuen Kartenverbund erwarten wir uns, dass wir vor allem das Publikum in Richtung Graz auch sehr gut bedienen können, Mürztal sowieso. Das ist auch eine Publikumsschicht, die in den letzten Jahren immer stärker zu uns gekommen ist. Wir haben mittlerweile einen Anteil von mehr als einem Viertel Steirern und die werden sich sicher über das neue Saisonkartenangebot freuen. Den Murmürz Top-Skipass gibt es als Mehrtageskarte und als Saisonkarte. Mit den Mehrtageskarten haben Skiurlauber die Möglichkeit, mehrere Skigebiete in der Nähe ihres Urlaubsortes zu nutzen. Bei den Saisonkarten gibt es 22 attraktive Familienpakete. Das ist für uns wirklich ein wunderbarer Leuchtturm wieder. Vor allem, weil gerade diese Familien-Skigebiete und diese Karte, die Familien leistbar sind. Und dass die Kinder wieder dazukommen, also was Besseres kann uns nicht passieren. Und da haben wir wirklich den Karl Fussi und allen seinen Beteiligten, dem Fabrice Girardone mit Stuhleck und den Roth mit dem Präbichle, ein großes, großes Danke. Für die Hochsteiermark eine wunderbare Initiative für unseren Winter. Murmürz Saisonkartenfahrer kommen zudem in den Genuss von ermäßigten Eintritten in der Therme Aqualux Vonsdorf und im Asia-Spa Leoben. Dass die Pressekonferenz in St. Lorenzen im erst kürzlich eröffneten McDonald's stattfand, hat einen besonderen Grund. Übrigens, ist man mit dem Besuch zufrieden? Es läuft sehr gut, es freut mich sehr und natürlich mit dieser Kooperation werden wir noch eines draufsetzen, weil wir eine Win-Win-Situation geschaffen haben, indem wir bei den Saisonkarten ein Menü dazugeben und somit auch unser Kundenpotenzial austauschen. Kinder erhalten zu ihrer Saisonkarte einen Gutschein von McDonald's und darauf freuen sie sich ganz bestimmt auf Cheeseburger! Bis 15. Dezember gelten die ermäßigten Vorverkaufstarife. Die geografische Ausdehnung macht den neuen Skipass nicht nur für Kunden im Mur- und Mürztal attraktiv. Die teilnehmenden Skigebiete sehen den Mur-Mürz-Top-Skipass als Angebot an Skifahrer und Skifahrerinnen in der gesamten Steiermark.